Freunde, diesen Jungen, von dem werden wir etwas hören, der hat nämlich etwas ganz Besonderes, Julian Bielmann. Meine Damen und Herren, ich kann euch mal eins sagen, er erinnert mich vom Fahrstil her an Josef Angermüller. Der hat ja auch dieses Pirschige, also das Ranschleichen und zack durchstechen und immer das Motorrad im Griff. Das heißt, ich sehe ja viel. Body Language sagt mir, fühlt sich ein Fahrer wohl auf dem Motorrad oder nicht? Bei dir habe ich das Gefühl, du fährst das Motorrad und nicht andersrum. Julian, es ist unglaublich schön zu sehen, deine Vorstellung. Wir werden dich heute ein bisschen beobachten und werden mal in dem ELM-Film auch mal ein bisschen über den Nachwuchs. Und das ist Chris, ja, die treue Seele von Julian. Und wie ist das so, mit so einem hoffnungsvollen Nachwuchstalent zusammenzuarbeiten? Ja, Julian ist ja auch gleichzeitig mein bester Freund, also macht sehr Spaß mit ihm zu arbeiten. Wir sind ja auch eng in Kontakt. Ich komme ja von hier oben, er kommt von hier unten und es freut mich immer, ihn zu sehen. Und sobald er Hilfe braucht, bin ich immer für ihn da. Und die letzten Rennen ist ja auch sehr gut gefahren, was mich sehr für ihn freut. Und wir hoffen mal, dass es heute auch gut läuft. Na super, dann toi toi toi. Ja, das hat es auf jeden Fall in sich. Herbie, hast du diesen jungen Mann fahren sehen vorhin? Nein, habe ich nicht, aber ich bin ganz gespannt. Ich kenne ihn nicht, ich bin mal gespannt. Ich werde mal gucken. Ein Donnerwetter wird über dich gehen. Ja? Egon, ey, pass mal auf. Wenn du das schon so aufnimmst, wenn ich jetzt so sage, für jeden Punkt 10 Euro für ihn. Weißt du, ist das Doping? Das hilft? Weißt ist du, das Doping? Das hilft. Ja, dann machen wir das so. Guckt er noch zwei neue Reifen guckt er noch zusammen. Aber er soll nicht jeden Lauf gewinnen. Nicht, dass ich hier als armer Mann nochmal nur Motorrad verkaufen muss. Ja, aber so werden die ersten Sponsoren hier gehen. Ja, dann mache ich doch klar. Ja, dann mache ich doch klar. Das geht. Herbie, du bist so ein feiner Kerl. Ich bin immer. Ganz ehrlich, also die beiden Maschinen kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, da hast du auch was mit zu tun, ne? Ja. Hast du die nicht selber auch gefahren? Ja, ich fahre sie auch ab und zu selber, immer noch. Ja. Und jetzt sagst du, du unterstützt den Julian, weil er das verdient hat. Ja. Ist ein lieber Gänger, ne? Und Engel, ja, genau. Gas wie ein Teufel. Ja, jetzt hat er den Spaß an der Grasbahn entdeckt, ja. Ja, wollen wir sehen. Wir werden ihn mal ein bisschen im Auge behalten heute. Ja, das ist gut, Egon. Danke. 50. internationalen ADAC Grasbahnrennen in Raschede begrüßen. Unsere vielen ehrenamtlich fleißigen Helfer haben alles daran gesetzt, um Ihnen einen spannenden Renntag und den Fahrern beste Rennbedingungen zu bieten. Ohne Ihre Unterstützung wäre eine Veranstaltung dieser Form nicht möglich. Ja, meine Damen und Herren, ich darf den Motorsportlerinnen und Motorsportlern den großen Erfolg wünschen, aber ich glaube, was wichtiger ist, dass alle auch wieder heile im Fahrerlager ankommen. Aus nahem Fern wünsche ich einen unterhaltsamen Nachmittag hier im Schlosspark Grasede und ansonsten ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Vielen Dank. Und den werden wir heute mal ein bisschen unter die Fittiche nehmen und mal ein bisschen vielleicht ganz extrem gut beobachten. Unglaublich schnell hier in die Ecke hineingefahren. Wird natürlich noch ein bisschen gefordert, Berndtiner, da unten in der Kurve kommt eine Attacke, aber das hat noch nichts zu sagen. Nicht mehr, das ist der Beweis hier mit Berndtiner an der Spitze, der hier das Feld anführt und ganz klar zeigt, was er drauf hat in seinem Alter noch. Da kommt noch mal eine Attacke von zweiter Position, aber das wird nicht sitzen. Der Sieger ist hier Berndtiner. Beide gleich ab, leichte
Ja, dann knallen sie in die untere Ecke rein. Und da ist es passiert. Für die Cousine, jawohl, nimm weg. So, du auch noch eins. Genau, und du noch eins. Unglaublich schnell, ich sage nochmal drei. Wahnsinnig, Sascha Stuppe, was er hier für eine Geschwindigkeit hinlegt. Sascha Stuppe hier in einem unglaublichen Speed kommt er hier aus der Kurve raus. Das zeigt er hier noch einmal mit absolut Anschlag, Vollgas, ganz weit außen raus, holt er sich den Schwung jetzt für die nächste und letzte Kurve. Mit der Startnummer 3, der Mann, der das Rennen hier macht. Sascha Stuppe. Gleich fällt die Entscheidung, kann er dieses Rennen gewinnen, das nächste. Wir werden mal ein Auge drauf werfen, ob es gelingt. Ja, die Spannung steigt natürlich jetzt ganz besonders, denn der nächste Lauf mit der Startnummer 33 wird ein entscheidender Lauf. Und Nervosität am Start und das Band geht hoch und einen super Start hingelegt. Ein harter Kampf hier mit der 33, aber schon wieder in Führung. Vor der 19 sensationell und der 4. Super Vorsprung schon rausgefahren hier. Unglaublich. Und mit der 19 Marcel Sebastian. Und die 4.
eben noch einer. Unglaublich, was hier für eine Geschwindigkeit gefahren wird. Und mit spielerischer Leichtigkeit wieder als Sieger abgewogen. Da kommt die 33. Unglaublich schnell unterwegs gewesen in diesem Lauf. Wir warten mal auf die Zeit. Zweiter Marcel Sebastian. In die Kurve gehen da unten. Sensationell! Und da ist unser Sascha im Ziel. Es ist Julia Niemeyer, der da vorne am Rennen ist. Jens Zweiter von außen, wenn er diesen Lauf auch gewinnt, dann ist es soweit. Da geht der Gold. Was macht er, Julian? Geht als erster in die Kurve rein. Oh, das ist Julian Niemeyer, der da die Kurve da macht. Niemeyer, Jens Buchberger, blech mich am Fahrrad, was ist da los? Julian Niemeyer, Jens Buchberger, das ist der Und hier kommt jetzt der Sieger des heutigen Tages. Da geht er mit einem super Vorsprung ins Ziel vor seinen Konkurrenten. Und das ist der Tagessieg. Dina fährt wie um sein Leben an der Position, er versucht alle Tricks und Register zu sehen, geht auf die Außenbahn raus, versucht er den Schwamm zu nehmen und greift an und geht außen vorbei in einem unglaublichen Hammerlauf und kommt in eine, kommt hier aus der Kurve raus, ist wieder auf den dritten Platz zurückgefallen. Was für ein Kampf da unten in dem dritten Platz, aber da hat Berndina aufstecken müssen. Ein kleiner Haken, ein Schleuder, ich glaube, der Mann ist auch ein wenig am Kraftende
Aber da vorne fährt der Gettmann unglaublich ruhig seine Runden. Ja, da ist die Luft fein und sauber. Wir sind gespannt, was jetzt passiert. Jetzt kommt die Fahne und da kommt der Gettmann! Marcel, herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Er wurde wieder einer hier. Heute ist er Zweiter geworden. Luigi, Natascha Stumpe! Dieser Mann ist aber die erste. Drei Rennen, dreimal Matschenschuppe, also tadelloser geht's nicht. Bayerischer und Motorradfahrer, Motorsportler. Maximum 20 Punkte, Platz 1. Herzlichen Glückwunsch, Julian Biermeier! I told you later. Okay. You Meine Damen und Herren, es erfüllt mich auch ein bisschen mit Stolz, weil die ersten Schritte nachdem er zugehen kam und sagte, weißt du, jetzt läuft eigentlich so. Vor vielen Jahren als junger Mann kam er zu mir, wir haben das Schaden gelernt, er wurde wirklich heute noch im letzten Jahr gesagt, wir sind ja verrückt, perfekt. Und den Sieger, die alte Kanone Lars, die übernimmst du. Ja, wie gesagt. Für Bernd Diener! Ja. Auf jeden Fall. Julian, drei Rennen, dreimal Maximum. Das ist das Optimum. Mehr geht nicht, ne? Ja, das stimmt. Mehr geht nicht. Ich habe mich einfach super wohl heute gefühlt und das lief. Wie war dein Eindruck heute von der Bahn? Ja, die war so. Ich kenne sie zwar nicht von früher, aber die war wirklich sehr gut heute und das hat richtig Spaß gemacht. Also wir werden dich jetzt mal ein bisschen im Auge behalten in nächster Zeit und wünschen dir für alles, was du machst in der Zukunft, viel Glück und toi toi toi. Und jetzt eine tolle Siegerehrungsrunde. Vielen lieben Dank, Diego. Hart für mich, weil jetzt am Vorderstag. Ja, jetzt sind die guten Schrauber gefragt zum Schluss, ne? Genau, ja. Das pusten wir da kommt die ganze Arbeit jetzt, aber das hat sich ja gelohnt. Das hat sich gelohnt, ja. Genau. Das ist gut gelaufen. Ja, stimmt. Aber der Kuchen ist noch irgendwo ausgefallen, oder? Ja, den habe ich ein bisschen rausgedrückt. So, schönen Feierabend jetzt, ne? Ja, jetzt ist Feierabend. Dann wünsche ich noch eine gute Heimfahrt. Vielen Dank, Igor. Und bis bald, ne? Ja, bis Tschüss. Bald. Ciao.